Moin Leute, im heutigen Video starten wir in Honolulu Richtung Westen, fliegen bei echt schönem Ambiente ein riesiges Stück über den Pazifik, haben dann einen Approach über Tokyo City mit einer wunderbaren Aussicht, um final dann in Tokyo Haneda landen zu können. Ganz viel Spaß! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neofly 4 im Microsoft Flug Simulator 2020. In dieser Folge soll es jetzt endlich weitergehen, wobei endlich, also wenn man auf Hawaii ist, ich glaube, das hält man aus. Nichtsdestotrotz wollen wir weiter nach Westen unsere Weltumrundung weiter vervollständigen und Tokio soll unser nächstes Ziel sein. Das erreichen wir gerade so mit der Range unserer Longitude. Eigentlich sind wir sogar leicht drüber, müssen wir ein bisschen sparsamer fliegen. Vorher jedoch, wie immer, Business as usual. Razer ist gelandet in Gibraltar und hat erfreulicherweise den Rückflug schon reingeladen. Kommt Sprit hinterher und gute Reise. Warum betone ich das so? Hier hat das jetzt mal funktioniert. Yoda ist mit einem Transferflug nach Hannover. Okay, dann gucken wir mal. Zack, zack, zack. So, Gibraltar haben wir abgedeckt, Lepa haben wir abgedeckt. Unser nächstes Ziel ist dann EGLL, also Heathrow. Das heißt, Heathrow wird angewählt. Wir werden noch ein bisschen Sprit reinfüllen. Und los geht's. Okay, jetzt sind wir ein bisschen überladen. Wie doll überladen sind wir denn? Minus, da steht's, minus 200. Minus 87 reicht immer noch nicht, war glaube ich ganz gut, wie es war. Minus 1, aha. Okay, so und Feuer frei. So, Nomad ist gelandet auf Mallorca in Palma, hat aber keinen Rückflug. Das Rückflug-Feature ist aktiviert. Wir gucken mal bei Nomad rein. Nomads Chaining ist aktiviert und trotzdem hat sie keinen Rückflug bekommen. Was jetzt bedeutet, dass wir wieder umständlich irgendwo in die Nähe fliegen müssen, dann mit einem Transferflug fliegen müssen. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe es nicht, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Ja, also der Flieger ist ja auch recht leer angekommen. Das heißt, es muss eigentlich eine Mission geben, die auch reinladbar wäre. Ja. Wobei, 2800, ja. Ja gut, dann muss es so gewesen sein anscheinend, dass es keine Mission gab für... Können wir hier nochmal gucken? Sehen wir das jetzt noch? Ne, hier müssen wir gucken. Wenn wir die Mission... Wait, 4, 3, 2, 6, 2, 5, 2, 0, 2, 5. Aber das ist Lepa. 4, 2, 2, 4, ja, 1, 8. Gut, eine gibt es jetzt hier. Okay, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass... Dann müssen wir da auf Folgendes achten nächstes Mal. Wir müssen so wenig Sprit einladen. Also hier wird jetzt... Achso, wir haben ja gar keine Mission. Wir müssen dann gucken, nicht voll tanken, draufklicken, uns die Warnung abholen, wie viel Sprit wir mindestens brauchen. Mindestens so viel Sprit einladen, genauso viel, dass der Flieger quasi trocken wie ein Martini, würde man sagen, aufsetzt, damit auf jeden Fall eine Mission eingeladen werden kann. Das versuchen wir. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal irgendwie in die Nähe kommen. Weil ich mache jetzt bestimmt keinen Transitflug hier aus Palma raus. Erfurt. Ja, okay. Dann nehmen wir den. 75 ist nur die Hälfte. Ärgerlich. So, dafür müssten wir jetzt 1600... Probieren wir das gleich mal aus. 1600...
65. Ja. Gut, dann müsste, das testen wir in der nächsten Folge, müsste ja nur mit quasi mit den letzten 2,5 Liter Sprit, wahrscheinlich mit dem Öl, was noch im Motor ist, kommt sie dann an. Wäre für mich ein unangenehmes Fliegen. Nomad ist knochenhart, die kriegt er so hin. Okay, was machen wir? Wir werden jetzt fliegen nach Tokio. Haneda heißt der Airport, glaube ich. Und, nee, Haneda. Erst das A, dann das E. Haneda, Tokio Haneda. Und dafür gucken wir mal, ob wir irgendwas mitnehmen können. First things first. Bevor wir gucken, ob wir was mitnehmen können, müssen wir uns voll machen mit Sprit. Und zwar richtig voll. Und dann können wir noch ganz, ganz bisschen Fracht mitnehmen. Und wir gucken mal nach, was könnte man in Tokio brauchen. Gemüse. Okay. Wie viel können wir davon einladen? Naja. 12 mal sind 6000, Hälfte vom Sprit wieder drin. Jetzt sind wir aber wirklich... Uiuiui. Gut, unser Geld, unsere Mission ist ja tatsächlich auf 2 Millionen zu kommen. Nach jetzigem Stand würde ich behaupten, ja, das wird sportlich. Wir müssen eigentlich auch noch den Kredit von 500.000 zurückzahlen, um die ATR uns kaufen zu können. Mit der möchte ich definitiv als nächstes fliegen, wenn wir zurück sind. Von Tokio aus, wir gucken uns das mal im Flugsimulator an. Von Tokio aus würde ich ganz gerne genau, hier Changi. Also von Tokio aus nach Changi. Könnte ein bisschen eng werden, wenn wir das nicht schaffen. Nehmen wir vielleicht Shanghai. Das ist nur ein kurzer Trip. Shanghai. Also 3-4 Flüge sind wir noch unterwegs, bevor wir zurückkommen. Wir sind dann doch relativ weit entfernt von zu Hause, gerade auf der anderen Seite der Welt. Gut. Also, ich habe die Uhrzeit mal so eingestellt, dass wir so kurz vor der Dunkelheit noch rauskommen und dann vielleicht so mit der untergehenden Sonne mitfliegen. Wir starten in Honolulu. Einfach mal hier an so einem GA-Terminal, gehen dann über die 26R raus, ein kleiner Schlenker weg von der Insel. Dann hier an dieser hawaiianischen Insel noch vorbei und dann geht es tatsächlich, also hier gibt es ein paar Möglichkeiten zu landen. Ich frage mich, ob diese Inseln, also sie bestehen ja quasi nur aus Flugfeldern, ob die wirklich dafür installiert worden sind, um bei so einem großen Überflug, hier ist nochmal eine, irgendeine Notlandemöglichkeit zu bieten. Wobei dieser Teil hier, da müssen wir dann so durch, ne? Ich habe den Anflug auf Tokio mal so gewählt, dass wir reinkommen auf die 16L und der ILS davon führt uns einmal so über die Stadt rüber und dann kommen wir so von der Inselinnenseite auf die Landebahn Richtung Wasser. Ist auch cool, hier nochmal eine dran gebaut. Hat die wahrscheinlich nicht gereicht, haben sie hier noch eine gebaut. Ah, ist schon cool. Und der sieht auf jeden Fall, so sieht ein effektiver Flughafen aus. Das ist doch mal sehr japanisch effektiv. Keine Schnörkeleien, keine versetzten. Einfach straight forward. Flughöhe heute so hoch wie wir können. Wir können 45.000 Fuß hoch, 44.000, weil wir Richtung Westen fliegen. Gerade Zahl, keine ungerade. 46 wäre zu hoch, das passt. Vollgetankt sind wir bis zum geht nicht mehr. Und ich würde vorschlagen, dann soll es auch losgehen. Was planen wir? 7 Stunden 26, 3529 nautische Meilen, 29 nautische Meilen mehr, als unser Flugzeug eigentlich fliegen könnte. Das müssen wir irgendwie kompensieren. Während des Fluges kriegen wir schon hin. Na gut, also, dann geht's los. So, jetzt musste ich hier 2-3 Mal kurz unterbrechen, weil diverse Dinge nicht funktioniert haben. Jetzt sollte alles funktionieren. Wir stehen am Airport. Hier lädt sich jetzt Stück für Stück das auch, wer die
Freeware-Szenerie-Intro-Videos oder das Video gesehen hat von mir, weiß, dass wir hier diese Freeware-Szenerie vom Flughafen Honolulu installiert haben. Und jetzt werden wir mal unser Flugzeug bereit machen und zusehen, dass wir hier rauskommen. Bin mal wieder spitzmäßig vorbereitet. Hier liegt meine Checkliste auf dem Boden. Okay, super. Also, dann gehen wir mal rein. So vom Wetter. Ja, Sonne geht unter, ein bisschen diesig, so weiter ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Dann den Joke mal weg, den Joke. Man sieht wirklich schlecht, ne? Emergency Batteries an. Linke Batterie. Rechte Batterie. Power Levers in Standby, das passt. Gear Lever Down, passt auch. Dann Overhead. Dann machen wir erstmal Panel Lights on hier. Seatbelt Signs gehen schon mal an. Tail Float geht an. Recognition geht an. Und Emergency Lights arm. Jawohl. Dann haben wir das auch. Dann als erstes geht die APU an. APU Start. Und wir holen uns eine Clearance, während wir auf die APU warten. Honolulu Clearance Delivery Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango IFR to Tokyo ready to copy. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango is cleared to Tokyo Airport as filed. Takeoff runway 26 right, climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 119.1 squawk tree 741. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango cleared to Tokyo Airport as filed. Takeoff runway 26 right, climb and maintain 10,000 feet. Departure on 119.1 squawk tree 741. Cessna Kilo Yankee Tango read back correct. Contact ground on 121.9er. Good day. Okay, nebenbei habe ich gerade noch das Gewicht so eingestellt, dass es mit dem Gewicht in Neofly übereinstimmt. Dann gehen wir jetzt auf Performance. Flap Speed ist erstmal in Ordnung. Weight in Fuel. Payload. Fuel on Board Sync. Landing. Das können wir erstmal so lassen. Speed Bugs. V1, VR, V2 und VAP, VREF. Take-off Data, Origin, das passt, Wetter, Load Meter, Use RUT, Show Meter, 3004, müssen wir uns merken, Runway, hat er drin, Take-off Config, passt auch. Was habe ich vergessen? Wind passt, Runway, passt auch, Take-off Config, Flaps nur Eis. Lastfaktor, check Flaps, take off Flaps 1, Landing Data, müssen wir dann sowieso alles nochmal aktualisieren, achso, wir haben unter Weight in Fuel, glaube ich, vergessen, Cargo 250, take off Fuel on Board Sync Landing, das passt auch. Das passt auch. Wind Limit Extended Tailwinds 11, Maximum Tailwinds 10. Mhm. Zack. Wird schon. Ich bin da nicht so empfindlich. Das kriegen wir schon hin. Ehemaliger Navy-Pilot oder sowas bestimmt. Preflight PDF Source ist FMS Set, Trim Set, Passenger Signs Set, ATC Clearance für Taxi. Honolulu Ground, Request Taxi. Honolulu Ground, Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango with Kilo ready to taxi IFR. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango taxi to and hold short of runway 26 right using taxiway Charlie.
contact tower on 123 decimal niner when ready. Jawohl. Taxiing hold short runway 26 right via taxiway Charlie Cessna Kilo Yankee Tango. Gut, das heißt dahin und dann weg. Steht da eine Austrian? Ist richtig gesehen? Ja, da steht eine Austrian. Alaska JetBlue, da sieht man alles. Und da stehen zwei Austrian. Wie sind die denn hier hingekommen nach Honolulu? Na gut. Die Vor-Taxi-Checklist. Erstmal Star Engines, ja. Und wir lassen uns rauspushen. Es müsste noch so eine Tastenkombination geben, um auch so ein bisschen links-rechts pushen zu lassen. Also die Shift-P pusht uns ja nur raus. So, Starting Engine Number One. Ich meine, das reicht so schon, ne? Das ist ganz schön diesig hier. Das ist wirklich so, wie ich das jetzt hier erkenne. Eine dichte Wolkendecke. So ein kleines Stück noch. Dann drehen wir uns links rum rein. Ich frage mich trotzdem, wie die beiden Austrian-Maschinen hergekommen sind. Hier sieht man das auch schön mit den Wolken. Da oben. So soll uns reichen. Shift-P, Parkbremse geht rein. Before-Taxi-Checklist, APU geht aus. Speed-Brakes retracted. Flaps set one. Altimeter. Müsste so sein, meine ich. So. Autopilot, 10.000 Fuß sind drin. Toga-Button. Takeoff. ETC Clearance Taxi, Humber Taxi Lights. Deutscher Knopf. Taxi Lights gehen an. Und die Collision geht an. Und Transponder set to auto. Ja. Mach's gut. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen Schub aufs rechte Triebwerk. Reicht noch nicht, wir sind unglaublich schwer. Ich will aber auf keinen Fall da vorne irgendwo reinrauschen. No takeoff. Reicht immer noch nicht. Jetzt. Okay. Linkes Triebwerk gibt ein bisschen Schub mit dazu. In der Mitte kann ich die Ground Speed jetzt ablesen, 12 Knoten.
Licht Reset auf Cockpit, so ist das doch ganz fein. 13 Knoten. Das passt. Battery off-right. Mhm. Wann ist die wieder ausgegangen oder habe ich die einfach gar nicht angemacht? So, 15 Knoten. Ah, stehen bleiben. Gut, before takeoff checklist. Flaps, check, set 1. Trim, set, sweet rigs, retracted, ice protection. Haben wir jetzt erstmal aus. Aircraft system. Synoptics. Reflight. Trim. Set. ATC Clearance machen wir gleich. Landing Lights machen wir zuerst. Und hier eh schon stehen. Dixie Lights off. Und dann machen wir gleich den Timer noch an. Aber erst, wenn wir aufgerollt sind. Da. Gut. Dann holen wir uns eine Freigabe. Honolulu Tower Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango, ready for departure runway 26 right IFR to Tokyo. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango altimeter, tree 0.061061 at 14. Cleared for takeoff runway 26 right. Cleared for 14 Knoten. 26 right, Cessna, Delta, Mike Kilo, Yankee Tango. No takeoff. No takeoff. So, dann stelle ich mir hier die Map noch ein. Auf Full. Boah, sind wir schwer. Das ist ja der absolute Hammer. Oh, hier ist eine. Ja. Freeware-Szenerie not perfect. Okay. Dann stehen wir drauf. Bremsen. Schub hoch auf ungefähr 50, stabilisiert sich, Bremse geht raus, Schub geht nach vorne. Hey, die Nuts, cross-checked. Oh, 100. V1. Rotate. Enjoy your personal flight, pilot. Positive climb, yep. Flaps rein. Auto thrust. Cessna Kilo Yankee Tango acknowledge last transmission. 119.1 Cessna Kilo Yankee Tango. So, links raus. Da ist der Airport. Wir sind hier raus. Herrlich. Und wir kommen schon rein in diese ominöse Wolkenschicht. Beziehungsweise
Dunst- oder Dizzy-Geschichte hier. Wir sind auf jeden Fall recht zügig drüber. Und wir machen mal die After-Take-Off-Checklist. Autopilot set, Landing Gear up, Flaps up, Yaw Dampfers sind on, Cabin Pressure. Ja, steigt. Engine Anti-Ice. Ja, noch ist das hier alles warm. Oh, guckt euch das mal an. Deswegen sind Wolken der Gamechanger. Ein paar ordentliche Wolken und Fliegen ist doppelt so geil. Entschuldigt bitte die Ausdrucksweise. Aber das begeistert doch jetzt hier gerade mal. Das Wasser unter uns. Wolken unter uns, Wolken über uns. Herrlich. Honolulu Center Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango, is passing 9,800 feet, climbing 10,000 feet. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango, Honolulu, Center Altimeter Tree 0.06, continue to lake as planned. Cessna Kilo Yankee Tango climb and maintain flight level 240. Flight Level Change Mode. Ja, Transalt in Honolulu, da zu den USA gehört, 18.000 Fuß. Wollen wir vielleicht nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die ersten Menschen sein müssen, die 240 erreichen. Der Flight Level Change Mode ist. Na, jetzt geht's langsam runter. Der geht dann wahrscheinlich auf so einen optimal Climb Speed von 280 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wunderbar, Maus weg. Sieht das schön aus. So. Was machen wir hier? Das läuft ja mal wieder. Okay. Also. Heading Mode. Müssen so auf 3,30. Er hatte doch einen Nuffmut links rüber gedreht. Wieso hat er den Kurs dann nicht gefangen? Sehr merkwürdig. So, Flight Level Change Mode funktioniert immerhin. Das können wir mal wegmachen. Die ganzen Fuel Predictions sind alle noch. Das ist natürlich so ein Ausflug, wenn man eh schon nicht genug Sprit mit hat, ist das genau die richtige. Aber guckt einfach nochmal eine Runde raus. So, dann sind wir gleich durch die hier auch durch. Was sagt die Temperatur? Ja, das ist in Ordnung. Kommen wir drüber. So, oh, der 3,3 ist, glaube ich, ganz ordentlich. Um die Interception jetzt zu fliegen. Und dann setzen wir uns hoffentlich sauber drauf. Ah, das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich auch so einen ellenlangen Flug gestartet. Da habe ich das nicht gemerkt. Und dann habe ich den gestartet, bin weg vom Rechner, habe irgendwie einen halben Tag was anderes gemacht, komme wieder und bin einfach mal 4 Stunden in die völlig falsche Richtung geflogen. Es ist sicherlich der Grund, warum die Piloten während des Flugs nicht einfach nach hinten gehen und was anderes machen. Die sollen schon ein bisschen aufpassen. In dem Fall ja ich. So, was haben wir jetzt hier zu sehen? Manual Sequence. Okay, daran liegt's. Damit können wir doch arbeiten. Unser nächster Punkt ist Keola. Flight Plan.
level 360. Climb and maintain flight level 360 Cessna, Kilo Yankee Tango. So, erstmal das Heading ein bisschen anpassen. Und nochmal den Punkt suchen. Keola. Keola. Ich finde den Punkt nicht. Nehmen wir den nächsten Grail. Das läuft ja super. Banzi. Oh, den habe ich auch schön draufgesetzt. Keola, Grail, Rapor. Direct to Lilia. Activate. Nuff Mode. Cessna Kilo Yankee Tango, contact Honolulu Center on 119.9. Good day. Going to 119.9 Cessna Kilo Yankee Tango. Gut, also wir nehmen jetzt den. Den ignorieren wir. Morke. Na, wir könnten auch direct to Morke. Gucken, ob er rechts rüber geht. Macht er. Also Nafmo Check passt. Wir müssten mal auf 3.6 steigen. Und dann gucken wir nochmal raus. Was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, wir fliegen logisch nach Westen. Das heißt, die untergehende Sonne steht uns genau im Gesicht. Wie schlimm ist es? Na, im Flieger nicht so. Aber ich glaube, in echt wäre es ganz schön nervig. Wow. Atmosphäre kann der Flusi einfach. Sehr, sehr, sehr cool. Okay, also, wir machen es wie immer. Ich mache jetzt Cut. Dann sehen wir uns auf 44.000 Fuß wieder zur ersten Endurance Performance en route Kalkulation. Dann gucken wir mal, ob wir da direkt anpassen oder ob wir erstmal ein bisschen fliegen. Ungefähr 7 Stunden wird das Ganze dauern. Ich hoffe, meine Aufnahmeplatte hält das aus. Und dann mache ich jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich. Pünktlich zum Punkt Lulia. Moment. Lilia, entschuldige bitte, pünktlich zum Punkt Lilia melde ich mich zurück. Wir sind 35 Minuten unterwegs, Reiseflughöhe 44.000 Fuß erreicht, Seatbelt Signs gehen aus und wir gucken uns unsere Performance-Daten an. Wir haben noch Sprit für 7 Stunden 36 nach aktuellem Wind. Wir haben leichten Rückenwind. Ich hätte nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt. Wir können hier auf jeden Fall mal ordentlich kräftig rauszoomen. Und jetzt sieht man, was das hier überhaupt für Dimensionen sind. En route 6 Stunden 26. Und wir haben jetzt 790 nautische Meilen bis zum nächsten Wegpunkt Uyixo. Ja. Können wir noch weiter rauszoomen eigentlich? Ja, tatsächlich. Also das hier, der Kreis in 1000 nautische Meilen. Das wird jetzt einen ganzen Moment genau so vorangehen. Ich meine, das hält man auf jeden Fall aus, aber Wahnsinn. Mal gucken, ob wir schnell genug sind, um der Sonne hinterherzukommen oder ob wir sie verlieren werden. Das zeigt sich dann im Verlauf. Ich werde jetzt mal, auch ich würde mal sagen, 2 Stündchen würde ich jetzt einfach den Flieger mal fliegen lassen. Und dann gucken wir mal das erste Mal nach, wie sich das Verhältnis Endurance zu verbleibender Strecke entwickelt. Wenn der Wind so bleibt, ist erstmal in Ordnung. Zumindest kein Gegenwind, merkt man gleich. Da brauchen wir auch nicht mit der Geschwindigkeit runter. 6 Stunden 2 bis zum Top of Descent.
Das ist doch in Ordnung. Hawaii nach Tokio, 6 Stunden und ein paar zerquetschte. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich höre hinter mir schon in der Galley, wie gerampelt und geklimpert wird. Es gibt ein erstes leichtes Abendessen vor dem richtigen Abendessen. So sind VIPs normal, ne? Die essen in Etappen, damit sie zwischendurch wichtige Dinge tun können. Und ich als Pilot profitiere da natürlich von. Spaß beiseite. Also, kurzer Cut, bis gleich. Fuß über dem Boden melde ich mich zurück. Es gab einen wunderschönen Anflug hier auf Tokio und die Stadt scheint ganz ordentlich geladen worden zu sein vom Flugsimulator. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich selber war noch nie in Tokio, von daher kann ich da auch überhaupt gar nichts jetzt zu sagen. Möchte aber unbedingt mal hin. Ich habe mal gegoogelt, beziehungsweise gegoogelt habe ich noch nicht. Ich habe im Store geguckt. Es gibt keinen Premium Haneda Szenerie. Nur so eine mit, wo Flugzeuge so hingestellt werden. Aber das braucht man ja, wenn man FSLTL hat, nicht. Ich wollte dann nochmal gucken, ob es vielleicht für die Stadt auch irgendwas gibt. Aber die sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich schaue gerade mal, hier ist der Flughafen. Hier ist die, das haben wir vorhin gesehen, angeflanschte Landebahn. Wir kommen hier rein. Der Flughafen sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Gucken wir uns dann mal an. Die Stadt sieht extrem gut aus. Ja, das macht echt was her. Gut, wir konzentrieren uns mal ein kleines bisschen aufs Fliegen. Wir sind hier schon mal in der neuen Altitude. Wir können hier mal auf das Performance Chart gehen. Landing Data, Weather, neues Wetter laden. 3007. Stellen wir ein, stellen wir ein. Dann holen wir uns mal unsere richtige Frequenz. Den Flugplan habe ich schon geladen. 16L. Die Frequenz ist 11195. Radiocom NAV ist drin, Transfer. Dann ist 11195 jetzt aktiv. Empfangen wir jetzt witzigerweise noch nicht, müssten wir eigentlich schon. Jetzt nochmal checken. IOC. Ja, ist aber aktiv. Dann Speed, Manual, wir gehen mal runter. Wir müssen ein paar Klappen ausfahren. Auf 180. Und wir nehmen ein bisschen die Speed Brakes zur Hilfe. Wenn wir unter 200 sind, gibt es Klappen 1. Das hilft dann auch nochmal. Was eine riesengroße Stadt. Klappen 1. Dann können wir hier noch ein bisschen zoomen. Und dann drehen wir gleich ein. Von Sandy auf Lorry. Schöne Atmosphäre. Über dieser sagenumwobenen riesengroßen Stadt. Auch sehr viel Wasser, habe ich nicht gewusst.
So, VNAV Glide Pass ist aktiv. ILS Frequency, Landing Field Innovation, Anti-Ice, Landing Lights sind on. Passenger Signs, ja, sollten wir dann mal wieder anmachen. Send Altimeter Local haben wir. Speed Brakes nehme ich erstmal wieder rein. Klappen 2. Wir gehen auf 170. Drehen uns jetzt hier und hier machen wir die Endkonfiguration und wechseln auch auf den Localizer. Zu fliegen sind es noch 20 nautische Meilen. Ja, also davon ziehen wir jetzt mal 4 ab für den Bogen. Dann sind wir 16 vor. Hier sehen wir auch schon die Striche. Ich gucke jetzt gerade noch einmal, dass das auch wirklich passt. Ja, auf der 16L, dann ist das der richtige Kurs. Minimum. ILS Radio Nav. Na, sagen wir mal 1000. Das ist der Haneda DME. Sandy, Laurie, wir drehen uns jetzt hier ein. Hier sehen wir auch unseren Pfeil. Und dann drehen wir runter. Eingestellt sind 4000. Wir stellen mal um auf 3000. Wobei wir ja hier jetzt, glaube ich, eine Höhenbeschränkung haben, ne? 4500, 4000. Balaban. Und dann müssten wir jetzt gleich runtergehen. Hier sind keine Höhenbeschränkungen mehr. Okay. Der Airport selber ist ein ganz schönes Vieh. So, Vinov ist noch an. 4000 bis Lykos noch. 4000er Beschränkung. Und dann sinken wir. Localizer ist auch eingefangen, wenn wir gleich drauf sind. Gucken wir nochmal raus. Da hinten ist unser Airport. Ja, hat alles in allem sehr gut geklappt. Wir können die Zeit nochmal nutzen und gucken uns das Fuel Tab an. Ja, mir würde das Sorgen machen. Also einen Ausweichsflughafen anfliegen. Ich glaube, der Rückenwind hat sich dann auch im Gegenwind gewandelt, aber das passte eigentlich noch. Eine Endurance jetzt von 40 Minuten bei ja, halb ausgelasteten Triebwerken. Also ich glaube schon, dass das Flugzeug diesen Weg kann. So, da ist der Glide Slope. Also gehen wir auf die Approach Phase. Localizer ist schon gefangen. Aber man würde deutlich langsamer fliegen, um mit deutlich mehr Sprit dann hierher zu kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, das passt. Sehr schön. Wir gucken raus. Herrlich. Super. Glide Slope NAV gefangen. Dann Endkonfiguration. Fahrwerk geht raus. Speed wird weniger. Wir gehen auf 150. Und klappen voll. Glide Slope gefangen. Also, wir approach. Toll, auch mit den Wolken. Während des Überflugs gab es auch ein paar Gewitter. Die Wolken gingen wirklich säulenartig fast bis auf die Höhe rauf, gefühlt. Ich glaube, es waren nicht ganz 44.000, aber sie gingen auf jeden Fall selber drauf. Das war beeindruckend. Ich habe ein kleines bisschen an der Zeit gespielt. Wir waren sonst die ganze Zeit im Dunkeln. Da habe ich das ein bisschen zurückgedreht, damit man auch ein bisschen was sehen kann. Wir gucken nochmal raus. Hier ist ein Stadion. Hier immer mal wieder Parks zwischendurch. Also die Stadt
Hier ist ein Gebäude. Wirklich toll dargestellt. Und wir stehen ganz schön schräg im Wind. Warum? Knoten von rechts eigentlich. Ist ja merkwürdig. Ist das so böig? Kann natürlich sein. Wir gehen runter auf VREF. Dann müssen wir mal gucken, sonst müssen wir gleich von Hand übernehmen. So, dann wollten wir uns ja noch eine Landeerlaubnis holen. Nearest Airports. Haneda Tower. Full Stop Landing. Tokyo Tower Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango, is 7 miles northwest, 2500 feet with Mike to land. Cessna Delta, Mike Kilo Yankee Tango Tokyo Tower. Altimeter 29 decimal 74 wind 226 at 8. Fly straight in runway 16 left. Fly straight in runway 16 left Cessna Kilo Yankee Tango. Cessna Kilo Yankee Tango wing 200 at 8. Clear to land runway 16 left. Absolut cool, wie das aussieht. Absolut cool. Hat Tokio mal ein Update erhalten irgendwie? Also das wirkt hier schon sehr, sehr cool. Steht der große Turm. So, das macht mir jetzt irgendwie Sorgen, dass wir... Dann geht der Autopilot jetzt aus. Autothrust geht auch aus, das machen wir jetzt von Hand. Erstmal die Geschwindigkeit wieder fangen. Kein Problem. Sichtreset. Ah, so gefällt es mir nicht. So gefällt es mir. Speed passt. Wind ist okay. Der ist jetzt quasi gar nicht mehr vorhanden, obwohl wir hier an der See sind. Zwei weiß, zwei rot. Folge ein bisschen dem Flight Director. Jawohl. Oh, der Flughafen sieht auch so super aus. Bisschen rechts jetzt. Bahn ist ja lang genug, wir sind etwas schnell. Ich nehme ein bisschen Schub raus. Papi ist noch in Ordnung. Noch ein bisschen Schub raus. Und Retard. 50. Jawohl. Dann fahren wir hier gleich runter. Contact ground on 121 decimal 625.
Oh, der Flughafen sieht super aus. So, Parkbremse geht rein. 121.625 Cessna, Kilo Yankee Tango. Tokyo Airport Information, Mike 09er. Na, jedes Mal. Tokyo Ground. Request Parking. After Landing Checklist, Flaps Retract. Landing Lights aus, Taxilichter an. Strobes sind aus. Ja, ist klar. Taxiing to General Aviation Parking using Taxiway Charlie 5 Bravo Hotel Whiskey Whiskey for Alpha for Bravo Cross Runway Tree for Left Lima for Lima Papa for Papa Papa 6 Cessna Kilo Yankee Tango. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Wir gucken uns das erstmal an. Also. Na los. Hallo. Wir sind jetzt auf C7. H. Okay, H ist erstmal kein Problem. Aha. Dann W. B. In welche Richtung? B4. W1, W6, W4, W12, W10, W6. Also irgendwo hier, dann wahrscheinlich geradeaus hier weiter. A4B, jawohl. Dann rüber, über die 34L, L4, ja, passt auch. L Papa 4 passt auch, Papa bis Papa 6, Papa 8. Ah. Papa 6 gibt es hier nicht, gibt es Papa 8. Und dann haben wir keinen Platz zugewiesen bekommen, also gleich die erste. Also eigentlich hier geradeaus bis ganz zum Ende dann wieder, ja, das kriegen wir doch hin. So, das ist etwas laut. So. Dann wollen wir mal. Wie war das jetzt? Hier, ne? Ja. Parkbremse geht raus. Okay, was haben wir hier denn Feines? Air Do. Japan Airlines. Hier steht nichts. Gucken wir mal nach, ob wir auf der richtigen Dings sind. Ja. Perfekt, hier komplett einmal bis zum Ende durch. Ah, hier müsste man auf jeden Fall ganz, ganz andere Airlines sehen. Da ist schon wieder Air Do. ANA. Hier sind auch diese Bodenhügel, sehr witzig. New Sky, okay. Wieder so eine Bodenwelle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die im echten Flughafen auch drin sind. So.
Dann gleich Cross Runway. Mal achten wir mal auf die ATC, nicht dass wir noch rechtzeitig gestoppt werden. So, einmal fix rüber. Right side clear. Left side clear. Bis ganz zum Schluss. Und dann rechts und dann die erste wieder links. Ah, etwas schnell. Okay. Was steht da vorne? Auch ANA. Was ist dann hier? Delta? Hier ist richtig was los. Hier ist richtig was los. So, und witzigerweise sollte ich gleich die erste nehmen. Hier steht nichts dran. Hoppla. Taxi kann er immer noch nicht. Okay, dann die Delta kriegt einen Pushback. Sind wir in New Sky? Nein. So, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Hier ist zumindest ein bisschen was los. Nee, wir sind nicht in New Sky, weil die antworten ja. Zack, Parkbremse geht rein. Gucken wir nochmal gerade eben. Da parkt die Delta aus. Japan Airlines. Springen wir nochmal in die Drohne. Ja, guckt euch das mal an. Ich mache mal das hier noch aus, wie absolut wunderbar das aussieht. Also hier der Flughafen, da das Angeflanschte. Hier mittig, meine ich, das müssten ja dann diese Hauptgebäude sein. Wobei hier auch wirklich richtig viel schon los ist. Mit der Lichtstimmung und dem Hintergrund einfach nur herrlich. Hier ist auch richtig viel los. Da ist eine kleine Polonaise. Ja, mittig dann von beiden Seiten die Terminals. Ein toller Flughafen. Kurze Frage, Hannover, Tokio? Wird schwierig, ne? Schwierig oder unmöglich? Ich glaube, unmöglich. Es sei denn, der A350 kommt nochmal raus. Der kriegt das ja, glaube ich, hin. Okay, also ich würde sagen, wir lassen das hier als Endscreen. Ich verkaufe jetzt noch schnell das Gemüse. Und in der nächsten Folge, glaube ich, können wir nochmal gucken, ob wir nicht noch mal ein bisschen uns Tokio angucken, vielleicht wieder mit einer kleineren Maschine, bevor es dann weitergeht. Sehr gerne schreibt mir in die Kommentare, was ihr so von den Videos haltet, von unserer West World Round Tour. Ich finde es ja ganz cool, macht Spaß, mal andere Sachen zu sehen. Tokio definitiv mal wieder ein Highlight. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, bis dann, fly safe, ciao, ciao.